Es geht darum, in diesem Kongress mit dem Schwerpunkt Selbstheilung im Fokus, um die integrative Krebsmedizin. Und diese integrative Krebsmedizin bedeutet eben die ideale Verbindung von Schulmedizin, von innovativen Therapien und von komplementär-onkologischen Maßnahmen. Ja, wir sind sehr zufrieden vom Ablauf. Wir haben wieder eine hohe Teilnehmerzahl mit ungefähr 900 Leuten. Das ist nicht selbstverständlich, auch in einer Stadt wie Heidelberg, wo es auch viele Angebote gibt zum Thema Krebs. Und wir haben wieder eine gute Mischung von eher medizinischen Vorträgen, die halt Therapieformen beleuchten, und sehr viel Kursen und Seminaren, die in Richtung Selbstwirksamkeit geht. Unser Motto war ja auch Selbstheilung. Und es gab sehr viele berührende Begegnungen für mich. Denn die Krebserkrankung ist ja ein hochkomplexes Thema. Und die Menschen wünschen sich, selbst etwas zur Heilung beizutragen. Und das können sie. Die Medizin unterstützt, die Medizin hilft. Heilung kann immer nur im einzelnen Menschen geschehen. Pressemäßig war sicherlich der Höhepunkt die Frau Dr. Friesen, die über Methadon berichtet hat. Und da gibt es erstaunliche Erfolge bei Patienten. Methadon hat sich gezeigt, einerseits in der Wissenschaft, dass es als Wirkverstärker dienen kann. Das heißt, es kann Chemotherapien und auch Strahlung verstärken. Das sahen wir oder haben wir auch gesehen in der Zellkultur und auch im Tierversuch. Was wir auch heute sehen, ist an Patientenfällen, also als Patientenkasuistikern, dass Patienten, die zuvor mit dem Chemotherapeutikum nicht angesprochen haben und die das gleiche Chemotherapeutikum bekommen, mit Hinzugabe von dem DL-Methadon, dass dann Tumore zurückgehen, Metastasen zurückgehen, bis hin sogar zur Komplettremission. Also das ist pressemäßig natürlich ein hochinteressantes Thema, allerdings ist es auch ein kritisches Thema, weil gerade hier in Heidelberg einer der größten Kritiker der Frau Dr. Friesen arbeitet, ein Neuroonkologe, der Methadon sehr stark ablehnt. Und das merken wir oft in der Pressearbeit, so eine Trennung von Leuten, die eine Aufgeschlossenheit gegenüber komplementären Methoden. Und beim Methadon ist es ja ein anerkanntes Medikament. Und sehr engen Schulmedizinern, die sich auch in Journalisten übrigens widerspiegeln, die da keinen sehr offenen Blick haben für das, was Neues, was Interessantes, was vielleicht vielversprechend ist. Und da geht es überhaupt nicht um alternative Medizin, sondern Methadon ist ein erprobtes, ein synthetisches Sucht- und Schmerzmittel, das Alternativen innerhalb der Medizin auch nicht wahrgenommen werden, in dem Moment, wenn sie zu einfach, wenn sie zu billig sind, wenn niemand daran etwas verdienen kann. Es hat sich gezeigt, dass nicht meistens nur eine Substanz es bringt, sondern ein multimodales Konzept. Das sehen wir auch bei der Hyperthermie, die müssen wir mit verschiedenen anderen Therapien kombinieren, und dann kommen wir wieder einen Schritt weiter. Und für mich aus der Praxis und auch als Vertreter der GfBK gibt es nur die Therapie sowohl als auch. Damit kann ich die besten Therapieergebnisse erzielen. Der Mensch ist ein komplexes Wesen, und ich kann nicht mit Einzelsubstanzen versuchen, was zu bewirken. Ich muss an vielen Schrauben drehen. Im einzelnen Menschen steckt ein unheimliches Heilungspotenzial. Mit unserem Kongress wollen wir die Menschen wieder ermächtigen, an dieses Heilungspotenzial zu glauben. Der Arzt ist, wenn eine gute Patienten-Arzt-Beziehung gegeben ist, hat eine Wegweiserfunktion für den Patienten, und er kann ihm schon sagen, in welche Richtung es sinnvoll ist zu gehen. Aber so wie ich entscheiden kann, wenn ich von Heidelberg nach Berlin kommen will, kann ich mit dem Auto fahren, kann ich den Zug nehmen, kann ich auch vielleicht von Frankfurt mit dem Flugzeug nach Berlin kommen. Es gibt dann verschiedene Gründe für das eine und das andere Fahrmittel. Und so ist es auch letztendlich in den Entscheidungen für die Gesundheit. Es gibt nicht per se das Fahrzeug, was allein glücklich, selig machend für alle ist, sondern es ist wichtig, dass auch
Menschen die Chance haben, wenn sie wollen, von Heidelberg nach Berlin vielleicht zu Fuß zu gehen und das zu erleben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Möglichkeiten, die in uns Menschen drin sind, wieder mehr nutzen, dieses Potenzial, wieder mehr zu lachen, wieder mehr zu singen und damit auch unsere Heil- und Regulationskräfte zu stärken. Und das haben wir meiner Meinung nach in den letzten beiden Tagen auch sehr gut vermittelt.